So, hi. Hi, hi. Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich bin in der Kanalisation von Lane Dell. Es wurden gerade eben schon wilde Dinge. Hoppla, das ist natürlich schlecht. Tut mir leid, das wollen wir so nicht. So wollen wir es haben. Es wurden gerade schon wilde Dinge im Chat gesagt bezüglich dieser Kanalisation. Ich bin gespannt. Meine Vermutung ist, dass ich hier unten fertig bin. Das war nur so ein Zwischendungeon. Eieiei, nix kann er. Das schien jetzt irgendwie nur so ein Zwischendungeon zu sein, was mich ein bisschen irritiert. Wo geht's denn hier weiter? So, hier sind diese Krabben. Jetzt laufe ich hier nochmal zügig vorbei. Und schau mal, was hier sonst noch so geht. Aua. Aua. Die sind viel zu schnell. Aua. Aua. Hä, hier unten ist doch nichts. Ihr dämlichen Krabben, lasst mich in Ruhe. Ja, unstoppable. 49.000 Seelen, Runen. Shit. Da unten ist noch einiges zu tun. Unterirdisches Reservat der Scham. Okay. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie das Ding hier heißt, ey. Oh Mann, jetzt will ich natürlich kurz die Seelen holen und dann, weil mir scheint. Runen. Es sind Runen. Also hier geht's nicht weiter bei den Krabben, hätte ich gesagt. Oh, puh, okay. Die führt mich nach oben. Wie weit hat die mich nach oben geführt? Ganz nach oben? Ich glaube, die ging ganz nach oben, ne? Ach so, nee, da war noch. Ah, nee, hier bei den Geistern. Doch, und dann kam ich oben bei dem anderen Leuchtfeuer raus. Hä? Wo muss ich denn hin? Ich reich euch, Salkin. Hey, das freut mich natürlich. Wenn ich euch reiche. Das ist gut. Gab's hier. Hier noch irgendwas? Da unten gibt es noch einiges zu tun. Ich will aber nicht irgendwelche Sachen tun. Ich will weiterkommen. Loot ist mir relativ. Also keine Ahnung. Das, ich finde schon das wichtige Zeug. Ein bisschen leise, oder? Kann das sein? Ich habe vorhin runtergedreht, glaube ich, den Sound. Entschuldigung. Jetzt hören wir auch wieder was vom Spiel. Ich habe nicht das Gefühl, dass es hier weitergeht. Ich glaube, das hier ist wirklich nur so Zwischendungeon-mäßig. Deswegen bin ich eigentlich versucht, den Blödsinn hier hinter mir zu lassen. Und woanders hinzugehen. Gab's hier noch was? Nee, ne? Da war ich dreimal rumgelaufen.
Ah ne, hier war ich ja doch schon. Ne, halt. War ich hier schon? Ah, das ist die Nummer. Ihr Bazis. Achso, nee, hier komme ich jetzt. Hier komme ich jetzt wieder zum Startraum. Zu dem Raum mit den ganzen dicken Gegnern. Genau, das war die Nummer. Du hast absolut recht und der Titel passt auch nicht. YouTube, tut mir leid, das müsst ihr euch jetzt kurz reinziehen. Zack, Elden Ring. Und machen wir es einfach so. Reicht schon als Titel. Danke, Julius, für den Hinweis. So ist besser. So, wo waren denn die ganzen dicken Gegner? Die waren die hier oben? Nee, hier ist nur einer. Nur ein Dicker. Und hier ist auch kein Seitengang. Hier oben waren die, ne? Oder auch nicht. Ach so, halt. Meinst du den? Wieso kann ich jetzt nicht auf die Map? Eine Reihe. Ach, jetzt bin ich auch noch vergiftet. Ihr seid doch Bazis, ey. Oh, da, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Bist du jetzt von da oben mitgekommen, oder wie? Ja, tatsächlich. Oh, Gott. Nein. Hören Sie bitte auf, mich zu verprügeln. Dankeschön. Darf ich jetzt... Wieso darf ich hier nicht auf die Map schauen? Ich glaube, hier unten in dem Loch gibt's doch nichts mehr. Hier bin ich doch fertig. Könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass ich hier noch irgendwas zu gucken habe. Ich gehe jetzt zurück. Wow. Das ist schön scheiße. Nee, 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 nee.
Ja, im Allgemeinen in der Kanalisation. Das war mir schon klar. Ich dachte, es ging jetzt hier rum. Nee, okay, alles. Ja, ich dachte schon. Ich war schon verwirrt. So, jetzt muss ich nur noch den Ausgang finden aus dem Mist hier. Ja, raus teleportieren darf ich nicht. Ich versuche schon die ganze Zeit auf die Map zu drücken, aber es geht nicht. Warum auch immer, ich glaube, dass... War ich hier vorne eigentlich schon? Nee, ich glaube nicht, aber ganz ehrlich gesagt, nee. Nö. Wo komme ich denn jetzt raus? Ach, von hier oben wieder? Sag mal, ihr wollt mich doch... Oder ich sterbe einfach am Feuer. Die haben noch 100 Jahre Aggro auf mich hier, weil ich in Combat bin, ja. Ich laufe jetzt einfach so, wie ich denke, wieder zurück hier. Ja, das sieht gut aus. Glaube ich. Nee, hier bin ich falsch. Oh, der Axt. Irgendein Gegner hat Aggro auf mich, die ich nicht loswerde. Nee, hier bin ich auch falsch. Leute. Was ist denn das hier jetzt? Ah, finally. Katakomben? Ja, das wird schon stimmen, wa? Also, jetzt nochmal. Ah, okay. Nee, nicht hier. Ich warte doch... Ich hatte doch eine... Straßenbalkon? Unterirdische Straße? Das? Das könnte sein. Ja, okay. Also... Jungs und Mädels. Ah. Also, hier war die Nummer mit den Rohren und ich glaube, da ging es jetzt nicht unbedingt weiter. Jetzt verprügele ich erstmal die ganzen Boys, die hier... Oder ich werde verprügelt. Kann natürlich auch sein. Komm, ey. Ey. Du Bazi, ey. Der hat genau ein grausames Timing für mich. Ey, wie viel ich gerade saufen muss gegen den, ne? Der hat ein unfassbar beschissenes Timing gegen mich. Komm, hör mal! Herrgott, nochmal! Ich dann auch wieder. Mach irgendeinen Angriff, dass ich meinen Angriff machen kann. Okay, alles klar. Okay. Nochmal. Und weißt du was, mein geflügelter Freund? Ich habe eine riesige Keule.
Ich habe eine riesige Keule. Die ist größer als deine Axt. So. Nix gibt's. Nun zu dir. Wenn er kicken will, will er kicken. Hier unten war ich noch nicht. Na dann. Dämliche Ratten! Es ist alles. Runenbogen. Die Ratten lassen Runenbogen fallen. Okay. Ja, klar. Was ist mit dir? Warum hast du leuchtende Augen? Das macht mir Angst. Blutungsschaden, leg mal das blutige Talisman an. Blutverlust in der Nähe erhöht die Angriffskraft. Den? Yep, okay, den habe ich ja jetzt erst bekommen. Den habe ich mir noch nicht mal richtig durchgelesen. Schauen wir mal. Meta, okay. Alles klar. Dämliche Scheißpflanzen. Nicht giften. Sie sprüht einfach immer noch Gift. Hör mal auf jetzt. Gut, vergiftet. Tja, auch wenn du sie anzündest. Ah. Ja, ich bin ja bescheuert. Natürlich kann ich Pflanzen anzünden. Was habe ich denn? Warte mal kurz. Ich muss hier 1 Meter weiter weggehen. Ansonsten sterbe ich hier gleich an Pflanzenvergiftung. Was habe ich denn, was ich werfen kann, was die Pflanzen anzündet? Oh wait, ich habe noch was viel Besseres, als was zu werfen. Wobei, das kostet mich fast mein ganzes Mana, ne? Weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Hä? War das nicht das? Wieso? Ah ne, das. Okay, so rum. Jetzt hat. Ja, gegen dich brauche ich das jetzt nicht. Also, das nenne ich aber nicht aufhören. Und sie brennt auch nicht mehr.
Also wirklich geholfen hat's nicht. Ja, ich könnte die auch skippen. Schon klar. Aber jetzt verprügel ich sie kurz. Ach so, ja, die Nummer kommt ja dann auch noch. No. Okay, ich skip die jetzt. Ich wollte ein bisschen Seelen farmen, aber ich habe ganz vergessen, dass die ja auch noch Sternenstaub runterfallen lassen können und das auch noch in der Kanalisation. So, Ladies and Gentlemen, welcome to... Are you ready to rumble? Yep, let's go. Das ist doch schon wieder fake hier. Diese Ruhe. Oh Gott! Ja, ich hab's doch gewusst. Ich wusste es. Und trotzdem erschrecke ich mich. Weinerei, ey. Mist. Er läuft halt rein. Ja, da lag Loot, oder? Kann eine Pflanze bluten? Ja, die hat geblutet tatsächlich. Also der Blutungsschaden war da, aber... Ja, so Pflanzensaft wird sie ja wohl verlieren. Ja, dämliche Hand. Machen wir nicht nochmal. Man sieht sogar die Finger rausgucken, ne? Und ich bin trotzdem reingelaufen. Verschlossen. Wow. Ha. So ein Mist. Es wird ja nicht die Wand mit der Leuchte sein. Nun.
Hast du einen Schlüssel? Nee, leider nein. Ich dachte, vielleicht hat die letzte Pflanze ja den Schlüssel. Jetzt bin ich schon wieder vergiftet. Ja, Ratten, bleibt ihr mal Ratten. Oh. Ich hab gesagt, bleib weg. Dämliche Ratte. Oh, da geht's runter. Wäre mir jetzt im ersten Moment gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Zum Glück ist dieses Viech da runtergefallen. Sonst hätte ich es nicht gesehen, sonst wäre ich auch runtergefallen. Glassplitter. Nee. Oh, Mist. Was ist das hier? Oh, nee. Ihr Bazis. Ich muss mich ein bisschen heilen. Ich bin am Bluten, am Giften. Oh, nee. Aha. Und zack. Nee. Wieso bist du jetzt... Och. Ich hasse euch, scheiß Drecksviecher. Ich sehe halt auch gerade nichts, ne? Ach so, ja, Moment. Das können wir ändern. Das kann ich ändern. Ups, Mist. So. Ach, ich bin so froh, dass ich diesen Zauber gekauft habe, recht früh. Schmiedestein 7, geil. Geistertalilie, Schmutz. Du Ratte. Springt der mich einfach an? So, da komme ich nicht durch. Hier irgendwo ein Durchgang? Nee. Na gut. Hallo? Ich muss mich mal kurz heilen. Ach so, ich habe ja das, ich habe das Ding gar nicht mehr dran, gell? Das kritische mich heilen. Ich habe das ja ausgetauscht. Feuerschadenresistenz ist jetzt gerade aktuell nicht so wichtig. Hier macht nichts Feuerschaden. Oh, hi! Die Orientierung geprüft. So, jetzt ist die große Frage. Wo bin ich vorhin runtergefallen? Ich glaube, hier bin ich runtergefallen, ne? Ich bin hochgekommen und dann durch ein Loch geflogen. Das heißt, theoretisch würde ich erstmal sagen, hier lang. Ja, ich habe euch doch gesehen, Mensch. Ey! Gib. Ach, du bist noch am Leben. Hi. Aua! Oh, noch einer!
Nee, 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 nee. Uncool. Oh, Jungs. Oh, nicht beide jetzt spucken, ey. Ihr Arschgeigen. Nee, 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 nee. Okay. Ist jetzt minimal ungeschickt, dass ich so viel saufen musste gerade bei der Aktion, aber wird schon schief gehen. Ich lese neben Herr Manga, also helfen kann ich hier nicht. Okay. Wait. Moment. Bin ich hier? Das ist ja wild. Ach halt. Das ist... Okay, das sieht nur gleich aus hier wieder. Ah. Zeig ihn, das ist... Das war jetzt schon so ein Tipp wieder. Bei dem ich nicht weiß... Das sah nur im ersten Moment gleich aus. Ah, nee, halt, ich bin hinter der... Ah, hier bin ich, glaube ich, gelandet. Okay, verstehe. Oh Gott. Jetzt muss ich mich ständig mit solchen Angriffen heilen. Weil zurücklaufen will ich ehrlich gesagt nicht. Tschüss. Gnadenimitator. Lol. Kann ich hier... Nee, das ist zu weit. Und hier am Rand entlang... Es ist nichts passiert. Alles in Ordnung. Das war nicht die Tür. Du hast die Tür immerhin geöffnet, aber doch keine von hier. Ich muss doch jetzt nochmal da durch. Oder bin ich doof? Ich muss doch jetzt nochmal hier runter. Ach komm, ich wollte einfach nur an euch vorbei. Oh, hi. Hilfe! Hilfe! Seid ihr zu dritt? Ihr seid zu dritt. Verdammte Axt. Ich bin doch ein Depp.
What the fuck? Okay, das war auch eine nice Animation. Okay, Moment, Moment. Nein, die... Och Mann, das waren... Wie viel? 90.000 Runen? Och Mann! Aber das Tor ist offen. Shit. Ich hätte erst zu den Runen rennen sollen. Und dann nochmal zurück. Scheiße. Wait. Falsche Richtung. Ja, das sind Nullrunen jetzt natürlich. Ach, so ein Mist, ey. Ja, ja, die bekomme ich auf jeden Fall wieder rein, aber... Ach, guck mal, hier geht's weiter. Okay. Warum versuche ich da oben auch an so einem dämlichen Abgrund irgendwas zu machen, ey? Auf der Map zu sehen, aber sie waren nicht da. Das ist natürlich auch mies, Miku. Was wollt ihr jetzt? Das sieht hier auch schon wieder so ähnlich aus. Aber ist was anderes. Ich bin woanders. Okay, Moment. Ein Bug, der selten vorkommt. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Oh, haben wir hier oben wieder ein Loch? Nee. Oh nee, ihr. Weg, 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 weg. Lasst mich in Ruhe. Wo bin ich jetzt? Wieder irgendwo. Oh, hier ist ganz schön die Hölle los, hey. Da oben ist eine Leiter, die ich, glaube ich, runterkicken kann. Die Keule ist echt der Wahnsinn. Ziemlich nice, ja, finde ich auch. Mal, Baby. What? Entfesselt Gespenster, die Gegner verfolgen. Aha, okay. Die Keule ist cool geworden, ja. Ich könnte mal noch gucken, ob ich die mit einer Asche, mit einer anderen Asche noch ein bisschen ticken anders machen kann. Ah, wait. Jetzt bin ich hier. Ah, okay. Ich weiß, wo ich bin. Jetzt machen wir die Tür zur Gnade auf. Haha.
Okay, leere Tasse. Mal kurz was zu trinken einschenken. Ich bin halt schon seit 40 Minuten jetzt hier unten am Rumirren. Eiserner Wille, Mut der Königsritter, Donnerblitz, Frostnebel, war fühle ich alles halt überhaupt nicht. Sturmstampfer, Stampferfeger, ja, den vielleicht. Dann packe ich den drauf, der macht C auf B, das ist gut mit Stärke. Dadurch wird sie von. Oh, Leute. Von plus 180 auf plus 275 und da geht sie nur 20 runter und da geht sie fast 100 hoch. Let's go! Hoffentlich weiß Melina das zu schätzen. Ich habe schon die dumpfe Vermutung, dass die gute Dame sich beschweren wird, dass ich das hier tue. Sie wird sagen, aber das war doch mein Schicksal. Es war doch mein Schicksal. Ich sollte doch verbrannt werden. Und ich sage, nee, ich rette dich. Oh oh, Mist. Welche kleine Ratte hat jetzt noch Aggro auf mich? Ich muss zurück zum... Oh, jetzt muss ich halt hier lang laufen. Okay. Ich muss wieder hoch. Ich bin hier nur leicht ungeschickt runtergefallen, Leute. Ich muss hier lang. Ich bin auch am Überlegen, hier mal rüber zu hüpfen. Das sieht aber eher nach Ludweg aus und nicht nach Hauptpfad. Nee, nix. Ehrlich? Echt? Gar nix? Ah, okay. Einfach nur getrickst worden an der Stelle. Na dann. Koop-Mod? Dafür braucht man eine Mod? Ich dachte, ich kann einfach Spieler einladen ins Spiel rein. Das Spiel hat doch schon alles. Warum muss ich da eine Mod für installieren? So. Ey, ich muss mich kratzen, nicht hauen jetzt. Aua, ich hab mich gekratzt, Mann. Also da drüben war ich schon. Und dahin will ich. Und es sieht so aus, als könnte ich hier... Wenn ich hierher gehe und dann hier hoch und dann links rum, komme ich genau dahin, wo ich hin will. Zack. Weil ich denke, dass es hier vielleicht irgendwo weitergeht. Ah, das ist die Leiter, die ich vorhin gesehen habe. Hä? Okay, das macht keinen Sinn an der Stelle. Nee, da will ich nicht runter. Ah, in das Rohr rein? Und jetzt? Wo bin ich? War ich hier schon?
möglich. Bin ich jetzt ein... War das jetzt dumm? Nee, hier war ich noch nicht. Ja, dich brauche ich eigentlich nicht, aber ich habe dich trotzdem mal gekillt. Okay, jetzt muss ich... Ich habe es gerade gemerkt. Unstoppable, ich habe es gerade gemerkt. Jetzt muss ich aufpassen. Weil hier waren jetzt gerade drei Verzweigungen, die mich verwirrt haben. Ich habe mich, glaube ich, schon verlaufen. Wo war das Loch, in das ich reingesprungen bin? Ja. Ich habe es schon verpasst. Ich habe es schon verkackt. Ich wollte mir nochmal zu dem Loch. Ah, hier. Doch, passt. Okay. Ich komme aus der Richtung. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal... geradeaus, ins Loch geradeaus. Und halte mich schön links. Und fall nicht runter. Nicht in Löcher reinhüpfen. Ich glaube, ich sollte mein Licht hier verwenden. So, geradeaus habe ich alle Gänge linksrum gesehen. Das führt mich einfach nur geradewegs zurück. Ich denke, die Löcher führen mich nicht... Ich bin in den Rohren... da lande ich nur wieder bei den... Ja, genau, okay, wie ich es vermutet habe. Also, in die andere Richtung. Da lande ich nämlich bei den... Entweder bei den großen Typen mit ihren Äxten oder bei den... Sniper-Krebsen. So, durch die Tür durch. Wir bleiben links rum wieder. Brauche ich Heilung? Nee, ich glaube nicht. Nur auf Löcher aufpassen. So, wo sind wir hier? Das ist... Unten sind die Krebse, da bin ich schon drauf gewesen. Das kenne ich, das Gebiet. Also links rum. Einfach links an der Wand entlang. Und nicht in Löcher fallen. Auge von Yellow. Okay. Was? Da war eine Spinne in der Wand. Eine Schnecke. Nicht eine Spinne. So, dich habe ich vorhin gesehen, glaube ich. An dir bin ich vorbeigelaufen. An dir bin ich nach rechts hier dran vorbeigelaufen. Oh, nee, bin ich nicht. Na dann geht's hier noch weiter. Sehr gut. Mich gerade erschrocken, was jetzt passiert, ey. Mein Licht ist ausgegangen. Es war so schön hell die ganze Zeit. Gut. Sackgasse.
Komplett. Die ganze Ecke hier ist eine Sackgasse. Und ist das die Standardtür? Ja. Da ist das Loch, durch das ich reingekommen bin. So. Das heißt, wir haben den äußeren Rand abgekundschaftet. Das heißt, ich gehe jetzt links rum. Da bin ich rausgekommen. Das heißt, da war das Runde zu Ende. Der runde Weg. Jetzt schaue ich mal, ob ich auf dem Weg, wenn ich immer links rumgehe, irgendwo rechts abbiegen kann. Nee, hier bin ich auch. Da bin ich entlang gekommen. Da ist gar nichts. Irgendwo muss es doch weitergehen, ja, ja. Aber dann war ich doch überall auf der Seite schon. Oder sieht das hier nur wieder gleich aus? Und das ist hier eigentlich was anderes. Nee, das ist das Gebiet. Ich guck gerade hier um die Ecke. Oder? Nee, das passt schon. Unten sind die Skorpione. Da kann ich rüberhüpfen. Da komme ich wieder zur Gnade. Keine Verarsche wie im Dungeon. Okay, dann bin ich da. Okay. Passt. Alles easy. Und hier bin ich gekommen. So, das ist die Haupttür. Hier bin ich schon reingelaufen. Jetzt laufe ich hier mal geradeaus, aber ich glaube, hier komme ich wieder zu der Tür, die genau hier unten ist, dicht. Hier unten ist Sackgasse komplett. Ja. Hier habe ich den Typen verprügelt. Kann ich hier draufhauen? Aber warum geht meine Magie hier unten aus? War das zweimal Zufall, dass es genau an der Stelle ausgegangen ist? Ist ja wild, okay. Also gut, ich denke dann vielleicht doch. Dann vielleicht doch geradeaus. Hier irgendwo. Da bin ich ja auch nur linksrum einmal gelaufen. An der Wand entlang und bin nicht in Abzweigungen. Nee, da unten lande ich doch bestimmt bei irgendeinem Scheiß. Da will ich nicht hin. Da war ich bestimmt schon da unten. Fall ich ins Loch und dann war ich schon dort. Nee, in Löcher will ich nicht fallen. Wieso ist denn die Ratte hier noch? Normal verschwinden die Gegner noch. Jetzt bin ich aber verwirrt, okay. Also jetzt glaube ich, war ich überall. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo es lang geht. Also hier geht es auf jeden Fall. Ich denke mal, dass das hier der richtige Weg ist, aber jetzt bin ich sehr verwirrt. Muss ich doch in eins der Löcher fallen? Oh, warte mal. Das ist ein richtiges Loch. Das Loch passt. Oh Gott! Ah.
Hi, willst du mich prügeln? Ach ja, natürlich willst du mich prügeln. Ich hab's tatsächlich genau in dem Moment, als ihr es geschrieben habt, habe ich es bemerkt, ne? Nee, wait. Moment. Da unten war ich schon. Nee, habe ich das falsche Loch gewählt? Ich war hier schon drin bei den Viechern und bin an denen vorbeigerannt. Nee, weg da. Oh, wie dumm. Ich glaube, ich habe das falsche Loch gewählt. Shit. Ah, fuck. Okay. Deshalb gibt's hier diesen... Hallo, Leiter? Hallo, benutzt doch die verdammte Leiter jetzt, danke. Ah, ich hab nen... Ah, ich hab nen Zugang geöffnet. Wait, stimmt, ich hab ja die Tür aufgemacht. Ah. Das heißt, ich war schon gut an der Stelle. Genau, dieser Zugang, da bin ich rein durch. Ah, okay, passt, ich kann hier weiter. Muss ich dich verprügeln? Müssen wir uns jetzt hauen oder können wir es auch einfach freundschaftlich regeln? Ich hau mich nicht mit euch. Ich finde euch eigentlich witzig. Guck mal an. Es war auf jeden Fall das richtige Loch, das ich gewählt hatte. Ich habe nur nicht gecheckt, dass ich einfach einen Zugang geöffnet hatte. Das war... Ja, ich bin jetzt schon eine Stunde in der Kanalisation hier am umherirren. So, hi. Wer zündet mich an, dass ich den Baum anzünden kann? Du? Bist du der? Mit dem Zunder? Oh, warte. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Ich glaube, das wird vielleicht ein Kampf mit Schild. Das wird vielleicht ein Kampf mit Schild und Parieren. Also ich verprügel ihn jetzt im ersten Versuch, aber... Ey, hallo, mach... Ach, kein Timing gerade, kein Timing gerade.
Wieder nicht das Timing das Richtige. Schon wieder das falsche Timing. Schon wieder das falsche Timing. Meister. Ja. Ein Kampf mit Delays. Aber es wird auch ein Parierkampf werden, tatsächlich. Es wird ein Parierkampf werden. Und kein Keulenkampf. Denke ich. Probier's mal eine Runde, aber ich denke, ich tue mir hier leichter mit Parieren. Wo ist mein Zeug? Da. Dem muss ich natürlich ausweichen. Falsches Ding gesoffen. Kann ich den gar nicht parieren? Kann ich den gar nicht parieren, den Boy? Ich glaube, ich kann ihn nicht parieren. Alter, ich will wissen, ob ich dich parieren kann. Hör auf mit deinem Zauberquatsch, AOE-Blödsinn, Scheißdreck da. Ja, und dann gleich mehrfach. Ja, komm. Hast du noch mehr? Lass alles raus. Oh, Mann, bist du ein Nervbolzen. Kannst du nicht richtig kämpfen. Hat dein Papa dir das nicht beigebracht? Oh, Mann. Was für eine Scheiße! Hör auf mit dem AOE-Magie-Blödsinn, ey! Das, och! So, gut. Wenn du meinst, du musst immer denselben Blödsinn machen, mache ich jetzt auch immer denselben Blödsinn. Ich komme mit meiner Duellfähigkeit. Wollen wir doch mal sehen, wie das funktioniert. Du tust es für Melina, keep calm. Och ja, genau, damit starten wir. Ja, ja, ist klar.
Ach so, beim Rausziehen, ja klar. Autsch. So, geht doch. GG, easy. GG, danke schön, danke. Danke. Ja, das ist halt, ne, die Duellfähigkeit ist einfach super mächtig. Gunst des Erdenbaums plus 1. Was kannst du? Und was bist du überhaupt? Du bist wahrscheinlich ein Talisman, ne? Ja. Erhöht maximale Lebenspunkte, Ausdauer und Ausrüstungsgewicht. Hm. Könnte man sich mal überlegen. GG. Danke, Leute. Da kommt auch noch ein Sauber und noch ein GG. So, was hast du zu sagen, meine Gute? If you intend to claim the frenzied flame, I ask that you cease. It is not to be meddled with. It is chaos, devouring life and thought unending. However ruined this world has become, however mired in torment and despair, life endures. Births continue. There is beauty in that, is there not? If you would become Lord, do not deny this notion. Please, leave the frenzied flame alone. Oh, Leute, ist es wirklich das? Ist die Entscheidung Melanie oder alle? Oh Mann. What the fuck? Holy shit. Okay. Ja, Leute, ich bin ja nicht ganz bescheuert. Natürlich hau ich die Wand. Ach, Leute, 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 Leute. Also, boah. Ich... Dann würde ich doch lieber Melanie opfern, tatsächlich. Du hast es verpasst, echt. Muss ich nach unten? Ja, ne? Handbuch des Rasenden. Denke ich, muss nach unten. Sprungpassagen in diesem Spiel sind ätzend.
Ja, genau deswegen. Scheiße. Ich bin ja so ein Depp. Ich weiß gar nicht, wie viele Runen hatte ich jetzt? Ach nee, ich hab's schon wieder vergessen. Scheiße. Hab nicht an die Runen gedacht. Ach nee. Peak Elden Ring, diese Stelle. Ja, so sieht's aus. Sollte ich hier irgendwo außenrum noch irgendwas angucken? Nee. Das ist schon der Plan hier, ne? Nein! Oh, jetzt sind sie weg. Scheiße. Oh, Mann. Ach, was für ein... Ja, es muss halt doch Melanie dran glauben, ne? Scheiße. Ich bin jetzt nicht so der Freund davon, alles abzufackeln. So, das ist doch dumm hier. Was soll denn der Scheiß? Der Weg des Chaos, also sollst du wahnsinnig werden. Ja. Weif. Ey. Wie sagt man so schön, es gibt noch 100 andere Weifen. Nee, keine Ahnung. Andere Fische im Ozean oder so. Es gibt noch andere Waifus im Ozean. Ja, ich merke auch gerade, ich kann hier nicht einfach random runterspringen und hoffen, dass das klappt alles. Ich muss schon ich muss schon ein bisschen gucken, wo ich hinspringe. Ich merk's, Miku, ich merk's. Ach, da sitzt du und spielst die Musik. Naja, okay, lassen wir dich mal. Die finde ich nicht so nervig wie die Flöte. Oh, Fluch, ey, jetzt habe ich mich gerade... War jetzt gerade so... Uff. Nein! Oh. Was ist denn hier unten überhaupt? Hier unten ist doch gar nichts. Wo soll ich denn hin? Gibt's hier einen Katzenring eigentlich? Den hätte ich jetzt gern. Den Gang, den zu dem ich geschaut habe. Er sitzt da und spielt seine Violine, ey. Oh, come on. Da ist ein Gang? Da vorne? Nee. Nee, da ist... Hä? Da ist doch kein Gang hier unten. Der Katzentalisman ist ein Flop in Elden Ring. Den gibt's, okay. Aber der funktioniert nicht, oder wie? Okay, da kann ich nach unten fallen. Das ist nicht so wild. Nee. 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 Bringt nicht viel. Okay.
das Fenster, in dem man Falldamage bekommt, ja, die Höhe, die man halt fallen darf, ohne... Wie oft machen wir das jetzt hier, bevor ich sage, ich schmeiß Melina in die... in die Schmiede. Kommt da unten noch ein Boss, den man killen sollte? Weil wenn kein Boss kommt, dann ist es ja jetzt nicht unbedingt... Nein! Oh. Es ist für Melina. Ey Leute, nee! Ich will ja nicht die gesamte Menschheit vernichten, weil wenn ich alles vernichte, ist ja Melina auch hinüber. So, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist entweder opfer ich Melina oder alle. Und mit alle verstehe ich halt auch mich, dich, sie, ihn, es, was auch immer. So hat sie es gesagt. Entweder vernichte ich alles oder ich schmeiß sie in die Schmiede. Ah! Nicht beim ersten Ding hier schon fallen. Warte mal, hier war doch gut, wenn ich hier runterfall, oder? Wo wäre denn die Alternative? Da. Und dann... No! Fluch! Oh Mann! Dann sollen sie mir doch wenigstens ein bisschen Air Control geben. Die Schweine. An so einem... Dann mit der Zehenspitze schrammt er an dem Ding vorbei und kann sich nicht festhalten und nix, ne? Er schaut einfach dabei zu, wie er an dem Ding vorbeifliegt und stirbt. Genau das würde so jemand tun. Hier, sich nicht festhalten, einfach abrutschen und sterben. Sachen werden ja so ausgelegt und umschrieben, dass man sich unentschieden dies nicht zu tun, da Partei 1 nicht mag, was Partei 2 mag. Was? Thorsten, es tut mir leid, aber ich glaube, du bist müde. Kann das sein? Nö. Okay. Wollte nur mal nachfragen. Nein! Oh Gott, okay. Das war ein gutes Abrutschen. Nein, ich bin zu weit gesprungen. Oh. Nur drauf gehen, ja. Habe ich dann auch bemerkt. Ja, ich weiß schon, nicht immer springen. Ich dachte nur, ich sollte hier springen. Mir kam es so vor. Ach komm, ja, halt dich halt nicht an der Kante fest, ne? Stürz einfach in deinen Tod. Ich glaube, ich weiß warum, weil ich ein Schwert in der Hand habe. So, machen wir die Hände frei. Ja, das passt. Nee, will die Hände frei haben, habe ich gesagt. So, jetzt kannst du dich festhalten. So, festheben, festhalten. Ich habe gesagt festhalten. Verdammte Axt.
Scheiße, wie viele Seelen hatte ich vorhin? Runen? Ach komm! Wegen Festheben. Weil das nicht das richtige Wort ist, oder wie? Festhalten. Habe ich heben gesagt? Echt? Da siehst du mal. Im Rage-Modus verfällt man dann in den hiesigen... Nein! Halt dich doch fest! Gut. Dann können wir ihm auch wieder das Schwert und das Schild in die Hand geben, wa? Wenn er sich nicht festhalten will, kriegt er halt wieder sein Zeug in die Finger. Dann sieht er wenigstens cool dabei aus. Meint ihr, ich könnte hier mit Maus und Tastatur präziser agieren? Nee, ne? Das ist gerade scheißegal. Der hiesige Dialekt kommt dann doch mal durch, wollte ich sagen. Genau, unstoppable, genau das, ja. Na, verdammte! Ah, ich bin doch da raufgesprungen, Mann! Maus und Tastatur ist unpräziser. Ja, die Vermutung habe ich ja auch. Sollen wir es mal probieren? Ich kann doch hier einfach jetzt benutzen, oder? Ja. Lol. Wo renne ich? Ich renne auf Leertaste? Und wo springe ich? Mit Maustaste oder was? Lol, wollt ihr mich verarschen? Mit Tab? Nee, wo springe ich denn? Okay, vergiss es. Standard-Maus- und Tastatursteuerung ist ja wild. Achs Lenkrad aus. Seid ihr noch am Leben oder sind das... Das sind alles... Lol, das... Lol, die leben ja noch! Teilweise! Oder alle? Manche davon? Keine Ahnung. Warum sind hier so... Da noch einer! Ist mir gar nicht aufgefallen. Da gibt's ja mehrere von. Weil er gerade sagt, diese Typen. Und ich dachte, da ist doch nur einer. Nein! 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 Was für eine dumme Scheiße! Oh Mann, ist das dumm! Die Rasse wie die Händler. Ja, ja, so sieht's aus. Die sitzen hier alle und... Keine Ahnung, manche sind tot. Einer spielt Musik, die anderen hören zu. Der eine läuft da oben rum. Ah, nee! Oh. Thorsten mochte die Stelle hier.
Danach musst du die Kacke nie wieder machen. Ja. Davon gehe ich aus. Das Üble ist, ich bin eher... Ich lese gerade mehr Chat, als dass ich mich auf die Springerei hier konzentriere. Und das ist, glaube ich, der Fehler. Nein! Ich, oh, okay. Ich da, nein! Ich habe nichts gedrückt und er fällt trotzdem. Wenn das der Run zu einem Boss wäre, oh mein Gott, das wäre dir, das wäre hart. Das wäre übel. Nee, 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 das ist schon wieder so seltsam und er rutscht runter. Ja, Dropperweg, okay, kein Ding so, ne? Ich meine, bei... War das nicht bei Nioh in Dark Souls 1 ist das doch auch so. Du hast ja auch so einen Dropper und dann kriegst du ja auch immer einen Damage am Anfang, bevor du beim Boss... Ne, ich bin schon wieder so schräg, ne? Ah, ah, ah! Sepp, ich glaube Miku... Nee, Unstoppable... Hör auf, da bist du schon gebrochen. Bevor du angekommen bist, ist darauf bezogen, dass wenn das der Boss-Run wäre hier. Also, dass das der Weg zum Boss wäre, das gibt's doch nicht! Ah, Parcours machen zum Boss zu kommen in Demon's Souls. Okay. Oh, weh, oh, weh, oh, weh, Thorsten. Das könnte übel werden. Ah, Demon's Souls steht ja definitiv noch auf dem Zettel. Ach. Geil, habt ihr das gesehen, ne? So, Probe, so macht das ein Profi. Wo ist der nächste? Muss ich jetzt hier runterwärts? Nee. Doch. Uch. Was ist das denn? Das ist ja schmutzig jetzt. Komm, rutsch runter. Komm. Vorhin rutschst du, sonst rutschst du doch auch von der Kante runter und jetzt nicht. Scheiße. Ich wollte rüberhüpfen. Ich habe springen gedrückt, aber wollte er nicht. Du machst dich Sorgen. Irgendwo mehr. Heilung muss man farmen. Ja, stimmt. Das sind diese Kräuter in Demon's Souls, ne? Mehr weiß ich aber auch nicht. Ich glaube, den ersten Boss habe ich mal gesehen in Demon's Souls. Mehr aber mehr nicht. Ah, hier ist noch Loot. Danke. Goldene Rune 11. No. Oh. Na, ah, 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 okay. Hab ich's geschafft? Ich glaube, ich hab's geschafft, ne?
Oh. Eigentlich. Okay. Unstoppable gerne. Wenn ihr dann auch alle eure Smartphones anmacht. Damit die Zuschauer auch zählen, ne? mit Melina sprechen. I ask you one more time. Please seek not the frenzied flame. As one who strives to become a lord, deny not the lives, the new births of this world. Those who would are not fit to be called lord, when the land they preside over is lifeless. Ey, Melanie, da gebe ich dir absolut recht. Da gebe ich dir absolut recht und ich bin jetzt auch, ich wollte ja nicht einfach alle töten, ich dachte nur, ich zünde mich an, statt dich. Das war so das, was mir im Kopf herumgeschwirrt ist. Aber einfach alle umbringen will ich jetzt auch nicht. Ja, da muss ich draufhauen wahrscheinlich. So, ich will Melanie nicht anzünden. Ich will nicht die ganze Welt anzünden. Ich will jetzt doch Melanie anzünden. Du musst nackt sein. Einmal dagegen entschieden und das war für den Erfolg bei Steam. Wogegen? Gegen's. Das ist euer Ernst? Man muss sich hier wirklich ausziehen. Wie soll man denn da selber drauf kommen? Wie kommt... Okay, das Spiel... Also die sagen einem schon so, nee. Auch die Entwickler, weil wie soll ich denn... Hier sagt mir ja niemand, dass ich hier nackig sein muss dafür. Wie Thorsten sagt. Ah, es gibt eine Sidequest, wo der NPC das einem erzählt. Nur mit Tanker. Ah, wenn man... Okay, alles klar. Okay, verstehe. Na, in dem Fall. Mit den leckeren Trauben. Boah, die habe ich, glaube ich, verpasst, ne? Nee, ich will doch... Nein, stopp! Ich dachte, das ist eine Tür. Und ich gucke mir das erstmal an. Nee, okay, es ist eine Tür. Ey. Hier sind die hässlichen Finger. Ich will sie töten. Kein Bock auf Finger. Ich wollte letztes Mal schon die Finger mitnehmen. Nee, ich will doch nicht die dummen Finger, Mann. Ich will nichts mit euch zu tun haben eigentlich. Warum... Ich wusste ja nicht, dass da die Finger hinter sitzen. Hallo? Das hätte mich auch noch vorher mal jemand fragen können. Ich will nichts mit den Fingern zu tun haben. Jetzt habe ich mich umarmen lassen von den Fingern. Nee.
Ja, ohne Witz, ans Doppelbild. Wenn du das geschrieben hättest, da sind die Finger hinter der Tür, wäre ich vielleicht nicht reingegangen. Jetzt toll. Jetzt habe ich mich von Fingern betatschen lassen. Inherited the frenzied flame. Wollte ich nicht. You are no longer fit. Our journey together ends here. Ja, sorry, Remember, should you rise as the Lord of Chaos, I will kill you. As sure as night follows day, such is my duty. For allowing you the strength of runes. Goodbye, my companion. Goodbye. Ups. Melanie, das tut mir jetzt ein bisschen leid. Hoppla. Ja, kann ich riechen, dass... Das war nur eine Tür. Ich habe nur eine Tür aufgemacht. Hätte ich dahinter Finger gesehen, hätte ich sie angegriffen und nicht umarmt. Aber nein, die Wahl hat man ja nicht. Jetzt habe ich auch keine Melanie, die ich in die Schmiede schmeißen kann. Die Finger nicht gerochen? Nee, hab ich nicht. Na gut, dann können wir jetzt auch... Jetzt ist eh... Halt! Soll ich nicht... Ah, jetzt... Okay. Ich kann das rückgängig machen. Ja, nachdem ich jetzt gesehen habe, was es ist, würde ich das gerne rückgängig machen. Wie mache ich das rückgängig? Genau, also das wäre jetzt so mein Ding gewesen. Ich gehe jetzt dahin, weil jetzt bin ich ja selber und kann selber abfackeln. Geht erst später. Also muss ich doch jetzt rein. Aber nee, das macht ja keinen Sinn, weil ich will ja, wenn ich es jetzt selber abfacke, doch, oder? Dann habe ich Melina gerettet und mich dann geheilt und bin dann kein Fürst des Chaos. So ist doch der Plan gerade. Alles. Ja, nicht auf das rückgängig machen Zeug. Er heult deswegen doch fast. Ey, Thorsten, komm schon. Ey! Also wie jetzt? Leute, ihr verwirrt mich. Ich geh jetzt die Tür aufmachen da oben. Mach das Ende so, wie du es machst. Leute, ich wollte keine Finger umarmen und glühend brennende Augen haben und... Nie rückgängig gemacht, weil das Ende geil ist und ich die 100 wollte? Welche 100? Erstmal zur Schmiede. 100% bei Steam, okay. Oh Leute, ey, Was? Also erstmal, also zu der Schmiede soll ich gehen.
Wait, what? Also nur um das klarzustellen, mein Plan war von Anfang an, mich selber abzufackeln, um alle zu retten. Alle. Melina und den Rest der Welt. Und dann friedlich über sie zu herrschen. Ich wollte nicht Melina retten, um den Rest abzufackeln. What the fuck? Was zum Teufel? Zur Hälfte dasselbe, ja. Okay, was haben wir hier? Bin ich jetzt... Wo bin ich? Wo bin ich? Lol, wo bin ich? Da! Okay, verrückt. War zerfallenes Forum Azula. Hey, Kumpel. Grüß dich, Schmiedestein 8. Dankeschön. Schon wieder Sprungpassage. Ja, diesmal nur wenig. Was geht jetzt hier ab? Holy shit. Okay. Hier gibt es definitiv die geilste Boss-Animation. Viel Glück dabei, den zu finden. Ja, also ich will ja eh alle Bosse machen. Das heißt, falls ich irgendeinen Boss nicht finden sollte, müsst ihr mir sowieso dabei helfen. Hab ich vergessen. Oder ich google es mir halt, wenn ihr nicht helfen wollt, ne? Ist auch kein Ding. Aber... Du bist ein wilder Typ. Chill mal. Sieht nach einem spannenden Gebiet aus. Salkin, hast du gar nicht Elden Ring gar nicht gespielt, oder wie? Gnade. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ihr alle schon Elden Ring gezockt habt. Loremäßig wird einem leider nicht gut erklärt, warum und wie man jetzt hier landet. Es gibt einen Wächter des Todes, der verhindert, dass der Erdenbaum verbrennen kann. Diesen suchen wir hier. Ah! Ja, die Rune des Todes, davon hat die Fingerleserin hat davon gesprochen. Und ich wusste gar nicht, mir hat niemand gesagt, dass ich danach suche oder suchen sollte. Oder nicht so richtig das gesagt. Drachen. Hi. Ich habe die falsche Waffe für dich. Können wir kurz warten? Warte mal kurz.
Holy shit! Eigentlich muss ich mich nicht mit dir anlegen, ne? Du bist kein Boss und bist eigentlich nur hier im Weg halt, ne? Ich muss mich wirklich nicht mit dir anlegen eigentlich. Warum verprügel ich den gerade? Hey! Aua! Ey, der hat auch viel zu viel Leben, Leute. Gibt keinen Grund, dass wir beide uns prügeln, mein Gutester. Ja, eben. Soll er mal mit seinen Drachenkumpels da draußen spielen, aber nicht mit mir. Drachendunkelschmiedestein. Was brauche ich denn? Brauche ich nicht. Braucht kein Mensch. Und Schlonk. Max Waffen-Upgrade. Ja, auch nicht so wichtig. Stufe 24 auf 25 oder was? Das wird jetzt auch nicht den Kohl fett machen, oder? In dem Fall 9 auf 10. Ja, okay, da benutze ich die Waffe schon gar nicht, die ich dann benutzen soll, also die es da benötigt für. Nope. Warum den komplizierten Weg, wenn es so einfach ist? Neun auf zehn in dem Fall, ja, siehst du, also das, ja. Alles easy. Brauche ich nicht. So. Ich muss irgendwie da unten rein. Tja, aber ganz ehrlich, das ist jetzt eine weitere relativ lange Aufnahme. Eine sehr, sehr lange Folge für YouTube geworden an dieser Stelle. Und deswegen sage ich jetzt mal einfach danke fürs Einschalten. YouTube. Vielen Dank, dass ihr am Start wart. Ja, das ist mittlerweile schon die zweite Folge nach dem Riesendebakel, bei dem ich mich so aufgeregt habe. Und ich fühle mich wieder gut.
Es macht wieder Spaß und es läuft wieder. Das heißt, YouTube, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.